Tag, meine App-Zellisten, weiter geht's mit Marvel Future Fight. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf die nächste Mission. Immer wenn du dich im Event anmeldest, bekommst du die Chance, einen Helden zu bekommen. Lehnst du ihn ab, bekommst du am nächsten Tag eine neue Chance. Allerdings kannst du den Helden nicht am letzten Tag des Events ablehnen. Alles klar? Okay, was haben wir hier? Was ist das für ein Typ? Falcon, den nehmen wir auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Held gefunden. Richtig geil. Den können wir natürlich auch ablehnen, wenn wir wollen. Aber ich würde sagen, wir nehmen den. Lehnst du ihn ab, bekommst du morgen eine neue Chance. Allerdings kannst du den Helden nicht am letzten Tag des Events ablehnen und bekommst ihn automatisch. Wollen wir ihn erstmal ablehnen? Ich würde sagen, wir lehnen den erstmal ab. Den Helden ablehnen musst du im letzten, musst du. Du hast bis zum letzten Tag des Events die Wahl, doch am letzten Tag bekommst du den Helden automatisch. Alles klar, okay. Jo, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir zwischen erstmal wieder eine Mission und gucken, was wir weiterreißen können. Wir sind im Kapitel 2, ein ominöses Zeichen. Level Nummer 3 ist das. Oh, da wollte ich nicht hin. So, da zocken wir auf jeden Fall und starten die ganze Angelegenheit. Ich habe mein Team mal ein bisschen verändert, wie ihr seht. So, dann gehen wir einfach mal los. Held für Geld, alles klar. Gehen wir hier auf Überspringen und zocken dann gleich mal los. Gucken, ob wir packen. Marvel Future Fight, geile neue App von Netmarble. Coole App, macht auf jeden Fall riesen Fun und ist auch von der Optik und Grafik her extrem genial. Kann man nichts gegen sagen. Außerdem kommen die Specials hier richtig nice und richtig lässig. Schlägt auf jeden Fall alle gut ein. Von daher, Hammer App. Kann ich euch nur empfehlen. Na, wo seid ihr, Kollegas? Jo, da seid ihr. Jetzt kriegt ihr auf die Mütze. Zack, 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 zack. Wie der abgeht, Alter. Der will es immer richtig wissen, der Typ. So, den haben wir auf jeden Fall gekillt. So, dann zwischen wir erstmal hier rein und machen dann hier auf jeden Fall gleich weiter. Gucken, was hier so kommt, was für Gegner am Start sind, ist natürlich immer. Alter, das war lässig, das war richtig wichtig. Der war auch richtig cool, der Schlag. Dann würde ich sagen, holen wir unseren Captain America erstmal hier raus und reißen mit dem noch eine Runde Action hier. So, das läuft auf jeden Fall wie die Sau. Wir schlagen uns auf jeden Fall richtig gut und richtig nice. So, dann können wir unseren Champion erstmal nochmal wechseln. Oh yeah. Oh, den ersten Champion haben wir schon verloren. Der zweite ist auch bald am Arsch. Von daher müssen wir jetzt auf jeden Fall gut aufpassen. So, dann tauschen wir nochmal auf Black Widow, was hier gerade sehe. Alles klar. Möchtest du einen Dialog überspringen? Ja, möchte ich. Hier haben wir den nächsten Gegner am Start. Luke Cage, okay. Gucken wir, ob wir mit dem so reißen können, ob wir den irgendwie besiegen können. Ich bin gespannt. Oha, jetzt sieht's richtig mau aus für uns. Vielleicht verkacken wir den Kampf so, ja? Komm schon, komm schon. Oh! Jetzt können wir respawnen, aber das will ich eigentlich nicht machen. Alter, war das eine knappe Kiste? Was machen wir jetzt? 125 Kristalle können wir weiter. Alle gesammelten Gegenstände gehen verloren, wenn du das Spiel verlässt. Was soll ich machen? Geh mal raus. Dumm gelaufen.
haben wir auf jeden Fall abgekackt, aber haben uns trotzdem nicht so schlecht verkauft. Ja, vielleicht haben wir einen zu lässigen Kämpfer mit am Start gehabt, von daher, naja. Ist halt so, du kannst deine Rüstung per Upgrade auf Minimum verbessern, wenn du dein gesammeltes Material einsetzt. Du brauchst verschiedene Materialien, je nach Typ und verfügbaren Teilen des Helden. Du kannst das Symbol eines Materials antippen, um es leichter zu finden. Fertigkeiten, Gold plus Detail. Du kannst deine Fertigkeiten auf Basis der Stufe des Helden per Upgrade verbessern. Jede Stufe erhöht deine Maximalstufe bis zu Stufe 50. Dann haben wir hier einen Rang, Besitz, Biometriken, Ergebnisse, okay. Beherrschung. ISO 8 verbessern, alles klar. ISO kombinieren. Bester Zustand. Auf jeden Fall können wir hier gut Action machen, um hier unsere Helden zu verbessern. Ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Finde ich auf jeden Fall geil. Wir können den Kampf jetzt auf jeden Fall nochmal zocken, aber das denke ich machen wir im nächsten Let's Play. Verlieren muss man auch mal können, von daher drauf geschissen. Wir sind erstmal durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.